Time and Space ist ein Spiel von Thomas Stapelfeld und der Herausgeber ist Egger Spiele. Time and Space scheint einigermaßen komplex zu sein. Wer hier nicht multitaskingfähig denken kann und vorausschaut, hat keine Chance, mit den Handelsflotten, der Weltraumhändler, Kollegen mitzuhalten. Die Spieler, es müssen mindestens 3 sein und können höchstens 4 sein, schlüpfen in die Rollen von Weltraumhändlern. Jeder hat ein eigenes Kontrollzentrum. Hier koordiniert der Spieler die Produktion, die Logistik, die Nachfrage seines Planeten. Und er muss innerhalb einer festgesetzten Zeit seine Mitspieler, deren Planeten, mit möglichst vielen Gütern beliefern. Jeder steuert 2 Sanduhren. Alle Mitspieler spielen gleichzeitig. Der Herausgeber Eggert Spiele nennt das Echtzeitspiel. Wann man etwas tun darf, gibt jeweils die Sanduhr vor. Die Spielzeit beträgt wie bei einem Fußballspiel eine feste Zeit. Hier sind es entweder 30 Minuten oder 12 Minuten. Eine App von Stronghold Games ist euch dabei behilflich. Am Anfang wird eine Musik gestartet, die exakt 30 Minuten, alternativ 12 Minuten läuft. Nach 30 Minuten ist Schluss. Wir erklären jetzt die Gebäude, die Beamstation, die Handelsstation und die Produktionsstätten. Die Produktionsstätten sind ockerfarben. Wenn du eine abgelaufene Sanduhr von einer deiner Produktionsstätten herunternimmst, darfst du auf jedes freie farbige Kästchen der Produktionseinheit einen farbigen passenden Güterwürfel legen. Nimm den Güterwürfel aus dem allgemeinen Vorrat aus der Mitte des Spielfelds. Die Beamstation. Die Beamstationen sind schwarz. Sobald du eine abgelaufene Sanduhr von einer Beamstation herunternimmst, darfst du jede freie Beameinheit, schwarzes Kästchen, mit einem Güterwürfel belegen. Nur Güterwürfel, die sich in der Beamstation befinden, können an eine Raumstation eines Mitspielers ausgeliefert werden. Es ist also wichtig, dass man hier immer Würfel liegen hat, um am Ende Auftragsmarker von einem Mitspieler zu erhalten. Handelsstationen, das sind die weißen Plättchen. Mit Hilfe von Handelsstationen kannst du deinen Mitspielern Aufträge bereitstellen. In der Praxis bedeutet das, dass du, sobald du eine Sanduhr von einer deiner Handelsstationen herunternimmst, darfst du so viele Auftragsmarker von deinem Vorrat nehmen, wie der Wert deiner Handelsstation es erlaubt. Schließlich musst du sie loswerden. Produktionsmarker, Auftragsmarker. Beispielsweise erhält der Spieler mit dem grünen Raumschiff zu Beginn alle Auftragsmarker mit einem grünen Symbol. Während er versucht, innerhalb der Spielzeit möglichst viele dieser Auftragsmarker mit den Punktzahlen 1 bis 3 zu erhalten, stellt er alle seine eigenen Auftragsmarker möglichst den anderen zur Verfügung. Für das Erstspiel werden nur die 1er-Marken benötigt, die anderen kommen aus dem Spiel. Auch die Auftragsbonuspunkte kommen im Erstspiel nicht zum Einsatz. Spielregeln für das Erstspiel. Es gibt 2 Seiten des Spielplans. Ein Spielplan für 4 Spieler mit 4 Raumstationen in den Farben Grün, Rot, Blau und Lila und die Rückseite des Spielplans mit 3 Raumstationen. Die Vorbereitung für das Normalspiel. Erstens, angenommen es spielen 3 Weltraumhändler, dann wird das lila Kontrollzentrum aus dem Spiel genommen. Es bleibt in der Box. Legt den Spielplan in die Mitte und benutzt möglichst einen größeren Tisch als wir. Logischerweise den Plan mit 4 Planeten für 4 Weltraumhändler und den Plan mit 3 Planeten für 3 Mitspieler bzw. 3 Weltraumhändler. Legt die Güterwürfel als allgemeinen Vorrat in die Mitte des Spielplans. Jeder muss einen guten Zugang zu den Würfeln haben. Jeder Spieler bekommt das Raumschiff seiner Farbe und stellt es auf seinem Planeten ab. Jeder Spieler erhält 2 Sanduhren und ein Kontrollzentrum. Es gibt 24 Gebäudeplättchen in den Farben Weiß, Ocker und Schwarz. Dreht sie alle zusammen mit der Stufe 2 nach oben und mischt gut durch. Daraus werden für 3 Mitspieler 3 gleich hohe, zufällig zusammengestellte Stapel und für 4 Mitspieler 4 zufällige Stapel gebildet. An jedem Mond, das sind die runden grauen Planeten auf dem Spielfeld, wird ein Stapel bereitgelegt. Stufe 2 soll nach oben zeigen. Ein Bonusauftragsmarker wird auf jedem Planeten platziert. Der 4. Bonuspunkt wird beim Spiel zu dritt in die Schachtel zurückgelegt. 7. Jeder Spieler stellt die 24 Auftragsmarker mit seinem Spielersymbol über seinem Kontrollzentrum ab. 8. Im Spiel zu dritt werden sämtliche Spielmaterialien für Lila nicht gebraucht. Sie kommen aus dem Spiel. 9. Es wählt jeder 2 seiner Auftragsmarker aus. Das sollte mit der Hand als Sichtschutz geschehen. Wenn alle ausgewählt haben, werden die 2 Auftragsmarker von jedem Spieler auf das Kontrollzentrum gelegt. Man darf die Marke auf jedes Feld des Kontrollzentrums legen, das einerseits frei ist und andererseits eine silberne Umrandung aufweist. Sie werden Auftragsfelder genannt.
Jetzt benötigt ihr einen Zeitmesser, einen Wecker, der nach 30 Minuten klingelt, oder eine Handystoppuhr. Wir empfehlen den Time and Space Soundtrack von der Stronghold.games. Mit dem Start des Zeitmessers beginnt jeder Spieler gleichzeitig seine Sanduhren zu platzieren. Erinnere dich an das Ziel des Spiels. Möglichst viele Auftragsmarker, nämlich bunte Plättchen, deiner Mitspieler zu ergattern und deine eigenen bereitzustellen, damit du am Ende die Punkte auch zählen kannst. Da dieses Spiel einigermaßen komplex ist, zeigen wir euch im Tutorial das Einsteigerspiel, das ein paar Mal gespielt sein sollte, bis man zum Normalspiel übergeht. Einige abgewandelte Vorbereitungen für das Erstspiel oder Einsteigerspiel. Erstens, alle Plättchen, die eine 2 oder 3 zeigen, auch die Bonus-Auftragsmarker, werden zunächst aus dem Spiel genommen. Alle 12 Einer-Auftragsmarker kommen, wie beim richtigen Spiel auch, über das Kontrollzentrum, gerne nach Farben sortiert. Bekommt ihr Auftragsmarker von den Gegenspielern, werden diese unten angeordnet. Drittens, von 24 Gebäudeplättchen, die im Normalspiel erst erspielt werden müssten, bekommt jeder ein weißes, ein schwarzes und ein ockerfarbenes Gebäude. Legt es mit Stufe 3 nach oben, wie hier zu sehen ist, auf das Spielfeld. Schwarz, Beamstation nach links, weiß, Handelsstation rechts daneben oder Ocker, Produktionsstätte ganz nach links. Viertens, entsprechend einer Farbe platziert jeder Spieler 2 Auftragsmarker und 2 Güterwürfel, wie hier gezeigt, auf seinem Kontrollzentrum. Stellt den Zeitmesser auf 12 Minuten ein und startet das Spiel. Geht jedoch vorher noch einmal gemeinsam die Regeln durch, damit jedem weitgehend klar ist, wie er agieren muss und darf, wenn seine Sanduhren abgelaufen sind. Die Regeln. Alle starten ihre Sanduhren gleichzeitig. Als Anhaltspunkt, du benötigst zuerst Güter. Würfel aus der Mitte in deiner Produktionsstätte. Hier kannst du alle freien Plätze besetzen. Du bezahlst diese Aktion mit Zeit. Eine Minute Zeit kostet es dich, bis du Güter aus der Mitte in deine Produktionsstätte nehmen darfst. Als zweites solltest du Zeit aufbringen, deine Produkte aus der Produktionsstätte in den Beamer zu bringen. Vom Beamer aus können sie direkt zu einem Planeten gebeamt werden. Als Handelspartner musst du allerdings, wenn du die Güter abgeben möchtest, dein Raumschiff vor Ort und auf dem Nachbarplaneten haben. Ist dies der Fall, darfst du ihm deine Güter geben und bekommst dafür von ihm Auftragsmarker. Zuerst stellst du die 2 Sanduhren auf ein Sanduhrsymbol, nur in deiner eigenen Kontrollstation erlaubt. Erst wenn die Sanduhr abgelaufen ist, darfst du den dort dazugehörigen Spielzug auch ausführen. Du darfst eine Sanduhr auch in dein Raumschiff stellen, auch hier ist ein Symbol. Eine Sanduhr auf dem Raumschiff bedeutet, dass du dein Raumschiff bewegst. Du stellst es zusammen mit der Sanduhr auf einem Wurmloch. Auf dem Mond angelangt kannst du im Einsteigerspiel nichts tun. Im Normalspiel liegen hier jedoch Karten der Stufe 2 und 3, wobei du dann die oberste Karte nehmen dürftest. Kämest du an einem Planeten eines Mitspielers an, dürftest du ihr Aufträge erfüllen. Hieße in deiner Beamerstation befindliche Güter dürften bei deinem Handelskollegen ausgeliefert werden. Und du würdest von ihm entsprechend dafür die Auftragsmarker bekommen. Es dürfen auf jedem Mond und Planeten mehrere Raumschiffe sein. Sanduhr auf der Produktionsstätte in Ocker. Es macht Sinn, die Sanduhr auf eine Produktionsstätte zu stellen. Ist sie hier abgelaufen und darf heruntergenommen werden, ist es dir erlaubt, die freien Plätze mit Gütern deiner Wahl zu besetzen. Sanduhr auf der Beamstation, schwarz. Ist die Sanduhr hier gesetzt worden und abgelaufen, darfst du die Station mit beliebigen Elementen von deiner Produktionsstätte besetzen. Wenn sie hier erst einmal liegen, hast du deinen ersten Punkt oder deine ersten Punkte quasi in der Tasche. Sanduhr auf der Handelsstation. Außerdem macht es Sinn, eine Sanduhr auf eine Handelsstation zu platzieren und dort ablaufen zu lassen, damit du im Anschluss hier Auftragsmarker mit deinem Symbol anbieten kannst. Nur auf diese Weise gibt es für deine Mitspieler Anreize, zu deinem Planeten zu fliegen. Was hat die Handelsstation mit der Punktvergabe zu tun? Damit du zum Beispiel alle gelben Auftragsmarker als Punkte für dich geltend machen kannst, musst du alle deine eigenen gelben Auftragsmarker vergeben haben. Der Güterhandel im Weltall funktioniert nicht einseitig. Deshalb muss man alle nach und nach auf der Handelsstation bereitstellen, um sie loszukriegen. Das Ende des Spiels. Der Zeitmesser läuft ab und das Spiel ist an dieser Stelle beendet. Keiner darf ab hier mehr agieren. Jetzt erfolgt die Abrechnung. Prüfe zunächst, ob du noch von einer Farbe Auftragsplättchen mit deinem eigenen Farbsymbol oberhalb deines Kontrollfeldes liegen hast. Angenommen, hier liegt noch ein brauner Auftragsmarker, der nicht ins Spiel und zwar nicht einmal auf dein Kontrollfeld gebracht wurde. Dann musst du alle braunen Auftragsmarker, die unterhalb deines Kontrollfeldes liegen, eliminieren. Sie werden nicht gewertet.
So gehst du Farbe für Farbe durch. Ein Beispiel. Du hast einen Einer und einen Zweier in Blau, also medizinische Güterauftragsmarker von insgesamt 2 Planeten gesammelt. Dazu noch einen blauen Dreier, einen blauen Zweier und einen blauen Einer, sowie einen Bonusauftragsmarker, der 3 Punkte zählt. Dann hast du insgesamt 12 Punkte von 2 Handelsflotten ergattert. Der Multiplikator ist 2. Endergebnis 24 Punkte. Der Multiplikator 2 ergibt sich daraus, dass die Punkte von insgesamt 2 Handelsflotten kommen. Maximal kann der Multiplikator 3 sein, weil es ja nur 4 Handelsflotten gibt und du könntest maximal mit 3 Handel betreiben. Forschungsstation. Angenommen, du kommst mit deinem Raumschiff am Mond vorbei. Das gilt nur für das Normalspiel. Musst du hier das oberste Stufe 2 Gebäudeplättchen auf deine Forschungsstation legen? Oder, wenn du es nicht willst, dann steck es wieder unter den Plättchenstapel. Auf diese Aktion verzichten darfst du nur, wenn auf dem Mond nur noch ein oder kein Plättchen liegt. Das rote Sanduhr-Symbol auf deinem Kontrollfeld stellt die Forschungsstation dar. Wenn du deine Sanduhr hier setzt, dann kannst du im Anschluss an die abgelaufene Uhr dein Plättchen der Stufe 2, das davor in Warteposition liegt, auf ein beliebiges Gebäudefeld deines Kontrollfeldes legen und damit ein anderes Gebäude der Stufe 1 upgraden. Es kann dann nämlich mehrere Güter gleichzeitig produzieren oder beamen oder Auftragsplättchen bereitstellen. Aufpassen, mit welcher Art von Gebäude du andere Gebäude überbaust. Vermeide, von einer bestimmten Gebäudesorte irgendwann keine mehr zu haben. Zum Aufrüsten oder Upgraden auf Stufe 3 musst du ein Gebäudeplättchen umdrehen. Auf der Rückseite von Stufe 1 befindet sich Stufe 3. Die kleinen Symbole hier zeigen genau, wie die Rückseite aussieht. Dann kann man vorhersehen, ob es sich lohnt, das Gebäude umzudrehen. Wann darf man umdrehen? Man darf umdrehen, wenn man eine Sanduhr auf ein komplett sonst leeres Gebäude gesetzt hat. Im Anschluss kann man es dann für 3 Güter gleichzeitig nutzen. Viel Spaß beim Spielen! Du hast dir das Video-Tutorial angesehen, das Spiel hat dir gefallen und möchtest du dieses oder ein anderes Spiel aus unserem Channel gewinnen? Auf www.spielregeln-spielanleitungen.de kannst du schauen, ob und wann wir ein Spiel verlosen.